hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Okay, ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Rebellica-Rebellier drum, weil es einfach wieder so über die ganzen Kommentare unter den ganzen Axel-Videos. Wer von euch jetzt nicht weiß, wer Axel ist, hat wohl gefühlt 20 letzten Videos von mir nicht gesehen. Also demnach macht es mal schnell und dann kommt wieder und dann schaut euch das Video an, weil... Es kam ja das ein oder andere Mal die Frage auf, ob das jetzt eigentlich gestellt war. Ich meine, ja, na klar war das echt. Ich meine, wieso nicht? Wieso geht man nicht eine Dreierbeziehung mit einem Typen aus dem Internet ein, den man überhaupt gar nicht kennt, der eine Maske aufhat und von sich selbst behauptet, er ist der hässliche Mensch im Himmel? Ja, natürlich ist es echt. Wie kommt man denn bitte auf die Idee, dass es nicht echt ist, wenn man ein Date, dass man zu dritt hat, wie einen kleinen Mini-Kurzfilm aufbaut und das dann ins Internet stellt und komplette Kacke in dieses Video einbaut. Oh. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? 50% der Menschen, die dieses Video gerade eben angucken, haben bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht gecheckt, dass es ein kompletter Scherz war. Oh Gott. Wie kann man denn denken, dass das echt ist? Ich bin immer noch der Meinung, dass in den Schulen Sarkasmus unterrichtet werden sollte. Ohne Witz, das ist so offensichtlich nicht ernst gemeint, dass man... Wie kann man das denn bitte glauben? Oh, oh, das hat richtig wehgetan gerade eben. Und als ob das nicht reichen würde, kommen da noch so 1, 2, 3, 4, 5, 20 Kommentare. Warte, wie viel sind es? 29. Ich habe mir jetzt 29 Kommentare rausgesucht, die einfach noch so ein bisschen das alles ein bisschen verdeutlichen, ein bisschen, wie das bisschen so aufgebaut ist, ein bisschen so in den Köpfen von den ganzen Leuten, die teilweise meine Videos gucken und immer noch nicht checken, dass es überhaupt teuer Kanne, volle Kanne Witz war. Violetta Welt. Langsam glaube ich, dass das Fake ist. Wie kommst du denn jetzt darauf? Wie kommen 182 andere Menschen darauf, dass es Fake ist? Ja. Auf jeden Fall Props to you, dass du langsam schon daran denkst. Ein bisschen lächerlich ist das ja schon. Oh echt? Nein. Eigentlich sollte das nicht lächerlich sein, weil das sollte eigentlich komplett ernst gemeint sein. Und ich finde, man sollte das respektieren, dass wir so eine ernste Beziehung miteinander führen. Also ich verstehe nicht, was daran lächerlich sein soll. Ali, na, geht sogar einen Schritt weiter und behauptet, das ist nicht der echte Axel. Richtig, weil Axel schreibt mit großem A und großem L. Gegen diesen Vorwurf gibt es auch ein Video auf Axels Kanal. Außerdem, was hätten wir denn davon, wenn wir so einen scheiß Fake-Axel hinsetzen würden? Völlig unauthentisch. Und das würde ja sonst nicht heißen, dass wir das ernst gemeint haben. Weil wir meinen das ja ernst. Wie niemand checkt, dass es nicht wirklich Axel ist. Wie niemand checkt, dass es wirklich Axel ist. Gott, 3 Minuten 4, sein Gesicht. Was? Hast du gerade von YouTube? Voll unfair, Mann. Ohne Witz. Jetzt dachte ich echt, man sieht sein Gesicht. Mich hat schon voll interessiert, wie der eigentlich ausschaut. Ist nämlich so, dass auf seinem Kanal schon ein Video darüber kam, wie wir ihn ohne Maske sehen. Das Behindertste, was ich je gesehen habe. Same, Celine. Same. Das Behindertste, was ich je gedreht habe. Oh, habe ich das gedreht? Nein, sorry, das war ja das ganze Filmteam und Kamerateam, das uns beim Date begleitet hat, weil wir das ja komplett ernst meinen. Wir haben ein ganzes Film- und Kamerateam engagiert, dass es uns drei beim Date filmt. Deswegen, Alter. Wetten, das ist alles fake. Wetten, du bist ziemlich jung. Okay, nein, aber es ist echt tatsächlich so, dass es, größtenteils etwas jüngere Menschen glauben, dass wir das ernst meinen. Was wir auch 100% komplett tun, weil sonst, ja, hätten wir auch kein Kamerateam für das Date engagiert zum Beispiel. Ihr spielt das nur, ihr seid nicht in Axel verliebt. Richtig, denn wir sind in Axel verliebt. Axel, großes A, X, X, großes L. Nicht Axel, sondern Axel. Und wir sind auch beide komplett verliebt, weil wir meinen das ja auch komplett ernst. Also habe ich das schon eigentlich gesagt, dass wir das komplett ernst meinen? Ja, gut. Weil nicht, dass irgendwelche Missverständnisse aufkommen oder so. Das ist doch der größte Scheiß auf Erden. Das ist alles inszeniert und nicht mal annähernd echt. Unter aller Sau, dass ihr eure Community so verarscht. Ja, ohne Witz. Das ist echt überhaupt keine offensichtliche Verarsche. Ich kann es schon echt verstehen, dass wir sie so... Das ist echt unter aller Sau, dass wir unsere Community so verarschen. Weil das ist ja auch völlig normal, dass man sich beim ersten Date filmt und das wie ein Kurzfilm aufzieht. Habe ich das schon erwähnt? Dass wir ein ganzes Kamerateam dafür engagiert haben, dass es uns filmt? Das war nicht ich, die hinter der Kamera stand. Nein, das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Lena weiß nicht, ob sie das glauben soll. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das glauben soll, ob der Kommentar ernst gemeint ist oder nicht. Seit ihr die Sache mit Axel macht, gucke ich dich und Jana nicht mehr so gerne.
Ja, seitdem ich die Sache mit Axel mache, gucke ich dich ehrlich gesagt auch nicht mehr so gerne. Moonlight Unicorn. Alle, die wissen wollen, wie Axel aussieht, geht einfach auf meinen Kanal. Was? Oh mein Gott, muss ich nachgucken. XOX Olli O. Find dein Kanal nicht. Du hast ja gar kein Axel-Video auf deinem Kanal. Hä, was lügst du denn eigentlich so rum? Es hat mich jetzt aber schon eigentlich interessiert, wie der ohne Maske ausschaut. Danke für die Verarsche. Ganz im Ernst, ich finde es nicht so gut, wie du deine Community verarscht. Okay, irgendwie merkt man, dass das fake ist. Okay. Woran? What the fuck? Was ist falsch bei den Menschen, Alter? Ja, ohne Witz, dann wundere ich mich echt nicht, wie solche Leute wie ApoRed groß werden können, wenn es solche Menschen... Ach Gott, ey. Man hat gesehen, dass er nicht echt ist. Ja, es war auch eigentlich eine Pappfigur von Axel, also es war ein Pappaufsteller. Den Ton hat er halt dann eingesprochen und uns über das Internet geschickt. Der war nicht echt. Das war animiert. Ja stimmt, eigentlich haben wir den animiert. Ich habe mich gerade eben umentschieden. Es geht gar nicht, wie ich meine Fans hier verarsche. Sorry, es war animierter Axel. I'm sorry. Das war so klar, dass es nur Clickbait ist. Ja, I'm sorry. Erstes Statement Axel. Es war so hart klar, dass es Clickbait war, weil er war überhaupt gar nicht im Raum. Es war überhaupt gar kein Date. Und wir haben uns überhaupt gar nicht getroffen. Das Video hat überhaupt nicht mal irgendwas mit Axel zu tun. Es hat auch überhaupt gar nichts mit einem Date zu tun. Oh Mann, so klar, dass es Clickbait war. Mal ein anderes Thema als Axel. Ich finde Annika mega hübsch und sympathisch. Aus Doppel! Dankeschön. Und jetzt Shoutout an den besten Kommentar, der überhaupt in der ganzen Axel-Ära verwendet wurde. Hashtag Anixel. Ich hoffe, am Ende wird geschnackselt. Bester Kommentar überhaupt. Diana Radakowitz schreibt, was bist du für eine gemeine Bitch? Ohne Witz, der Kommentar ist echt voll von einer gemeinen Bitch. Aber ich finde, die Art, wie er geschrieben ist und dieses ganze kotzende Regenbogen-Unicorn da, machen den Kommentar irgendwie süß. Auch die Schrift, man denkt sich so, oh, dankeschön, obwohl es sagt, dass man eine gemeine Bitch ist. Aber dankeschön! Ich glaube, ich bin bis an mein Lebensende verstört von diesem Video. Hilfe! Ja, wie Luna, ich bin auch auf mein Lebensende verstört von diesen Kommentaren. Okay, Moment. Ich hau jetzt die härteste Info ever raus. Oh, ich hab richtig Bauchweh gerade. Es war alles gefaked. Die Sache mit Axel war nicht ernst gemeint. Es war alles gefaked. Es tut mir leid, dass ich euch alle so hart verarscht habe. Es tut mir leid, dass ich das alles nicht so offensichtlich gemacht habe, dass man es überhaupt gar nicht, gar kein bisschen, keinen einzigen Zentimeter herausgefunden hat, dass das nicht ernst gemeint war. Es war ab der ersten Sekunde so hundertprozentig gut geschauspielert, dass man das echt nicht erraten hätte können, dass das gefaked war. Ich bin immer noch Single, ich habe keine Dreierbeziehung mit... Okay, bin ich eigentlich immer noch Single. Und mit diesem Satz beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Falls ja, wenn nicht, ist auch okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Okay, tschüss.